Oh nein, Überraschungsangriff, Kai. Komm. Sehr gut. Achtung, noch einer. Oh. Katztastisch. Begrüße euch zur letzten Folge von Lego Ninjago Woo Crew hier auf dem Katze-Kinder-Kanal. Das ist Folge 26 und wie schon gesagt, die letzte Folge. Denn heute werden wir die verbliebenen Level spielen und das sind tatsächlich gar nicht mehr so viele. Das sind, glaube ich, 10 Stück vielleicht oder 9 und normalerweise machen wir pro Video irgendwie so 11, 12 Level. Das heißt, es passt wieder perfekt von der Lauflänge, von der Laufzeit. Und heute sind wir wieder vorsichtig und spielen in kompletter Ninjago-Manier. Heute werden wir doch mal zeigen, zum Abschluss, dass wir es drauf haben, als wahre Ninjas hier unterwegs zu sein. Lasst uns den Gegnern das Fürchten lernen. Okay, Zane. Oh Mann, das ist irgendwie traurig. Also wir hatten echt eine lange und schöne Zeit hier mit Lego Ninjago Woo Crew. Eine richtig schöne App möchte ich nochmal abschließend hier formulieren. Und sagen, hey, auf jeden Fall eine Empfehlung, weil es kostenlos ist und viel Spielzeit gibt einfach. Man hat sehr lange und sehr viel Spaß in dem Spiel. In der Zwischenzeit kommt hier der Hinweis, meine Lieben, wenn euch das Video gefällt, hinterlasst doch einen Daumen hoch und abonniert den Katze-Kinder-Kanal. Würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr noch mehr Folgen von Lego Ninjago sehen möchtet. Und Achtung, Leute! Oh, ganz knapp, was hätten wir den Kristall noch kaputt gemacht? Jetzt aber. Tja, manchmal lohnt es sich einfach, den Kristall so früh wie möglich kaputt zu machen. Denn dann erspart man sich so ganz, ganz viel Ärger hier. Okay. Ein kleiner Kristall und eine Truhe. Mein lieber Leut, ich darf doch bitten, bring das Spiel hier und jetzt zu Ende. Juhu! Sehr gut. Und der Kristall gehört uns. So, wir sammeln alles ein, was es so gibt. Und haben eine glatte Bewertung erreicht. Perfekt. Besser kann es in meinen Augen echt nicht laufen. Aber es geht weiter. Es geht weiter. Und zwar geht es jetzt hier weiter. Wieder in den Dschungel, könnte man so sagen. In der dunklen Graswelt. Und wir müssen vorsichtig bleiben. Denn irgendwas wird immer sein, was wir so noch nie gesehen haben. Okay. Sehr gut. Wow, da gibt es echt viele Punkte jetzt an dieser Stelle. Finde ich gut. So, wir verstecken uns im Gras, weil da nichts ist. Niemand ist in der Nähe, keiner der Serpentinen. Und trotzdem verstecken wir uns im Gras und denken uns, also im Busch und denken uns, oh Gott, da kann jede Sekunde jemand kommen. Aber wenn wir uns hier im Busch verstecken, wird schon nichts passieren. Oh ja, ganz bestimmt nicht. Haha. Natürlich nicht. Wie sollte es denn auch anders sein? Hier kommt nichts und hier passiert nichts. So, oh nein, nein, das kam jetzt unerwartet. Hey. So, da spaziert noch einer. Oh, der eine hat uns nicht gesehen, obwohl er hier den Kristall bewacht hat. Die Kiste meine ich. Okay, selbst schuld. Mir kann es ja recht sein. So, Kristall kaputt. Sehr gut, schon mal gemacht. Und wir freuen uns. Gut. Nächster Bereich. Huiuiui. 4 Level haben wir hier noch. Wald, Wildnis. Lloyd, Kai, Zane und Cole sind wieder dabei. Zerschmettere Kristalle, 2 Stück davon. Zane. Oh Mann. Zane werde ich aber auch echt vermissen. Weil wir Zane schon von Anfang an haben. Gut. In den ersten Folgen habe ich die ganzen Ninjago-Charaktere noch nicht geholt. Sondern ja auf der ersten Karte noch vieles erledigt. Und das nur mit einem Ninja. Ich hatte ja immer nur eine Fähigkeit. Hey! Und wisst ihr noch, mit welcher Fähigkeit hier alles anfing? Welche Fähigkeit ich ganz am Anfang hatte? Ich hatte die Fähigkeit out! Zane, zeig ihm, was du kannst. Oh nein, er ist ziemlich hartnäckig. Komm, gleich noch einmal. Zane, du schaffst das. Sehr gut. Wow, das war echt heikel gerade. Naja, wisst ihr noch, mit welchem Spinjitzu wir angefangen haben? Ich verrate es euch. Es war das Feuer-Spinjitzu. Mit dem Feuer-Spinjitzu fing alles an. Natürlich hatten wir noch am Anfang keine Freunde im Spiel. Die haben uns alle erst geholt. Zane war der Erste,
Dann ging es weiter mit Cole. Dann kam Lloyd dazu. Dann kam Jay. Dann kam Kai und dann kam Nia. Ich glaube, die Reihenfolge ist richtig, wenn ich sie richtig im Kopf habe. Aber müsste so gewesen sein. Und ja, ist sehr gut gelaufen auf jeden Fall. So, 3 Sterne. 3 Ninja-Sterne. Heia! Phantom wurde gefangen, aber noch immer gibt es Dark Matter-Kristalle hier in Lego City Undercover. Darum geht's doch gerade gar nicht, Master Wu. Stimmt, ist mir gerade so ausgerutscht. Apropos Master Wu, ich meine, apropos, jetzt bringe ich alles durcheinander. Apropos Lego City Undercover. Wer von euch hat das Spiel denn gespielt? Oder bei mir hier auf dem Katze-Kinder-Kanal gesehen? Manchmal fragen mich unsere Katzen-Community hier, was ist denn dein Lieblings-Lego-Spiel, nachdem du so viele gespielt hast? Ich habe ja Lego City Undercover gespielt, Lego Ninjago, Lego Fluch der Karibik, Lego Jurassic Park. Habe ich irgendwas vergessen? Also ich habe echt viele Lego-Spiele schon gespielt, viele Folgen von allen Lego-Spielen aufgenommen. Aber mein absolutes Lieblings-Lego-Spiel ist immer noch Lego City Undercover. Ich liebe diese große Oberwelt, wo man einfach mit dem Auto kreuz und quer düsen kann. Man macht die Mission. Rex Fury ist der Bösewicht, den man dann am Ende bezwingen kann, wenn man gut ist. Oh, jetzt stecke ich fest. Ah, Cole. Cole, tanzt du? Ja, Cole hat gerade ein kleines Tänzchen aufgeführt. Habt ihr das gesehen? Das sah richtig lustig aus. So, Achtung, Achtung. Lass dich nicht sehen von dem Typen. Gut gemacht. Gut, gut, gut. Ja, aber wie gesagt, Lego City Undercover war so mein Lieblingsspiel, muss ich sagen. Und ja, ich mochte alle Spiele, aber irgendwie gab es eins, was ich nicht so mochte. Ich finde alle gleich gut, aber Lego City Undercover ist halt nochmal einen ganz, ganz großen Ticken besser. Und ich hoffe, dass es irgendwann Lego City Undercover 2 gibt. Würde mich so, so freuen, weil Lego City Undercover ist einfach das beste Spiel, das Lego jemals gebracht hat. Ist meine Meinung. Aber schreibt in die Kommentare, was euer Lieblings-Lego-Spiel ist. Vielleicht ist es auch eins, was ich noch nie gespielt habe. Dann kann ich ja das mal in der nächsten Zeit angehen. Übrigens, ganz wichtig, das nächste Lego-Spiel hier auf dem Katze-Kinder-Kanal kann ich euch schon mal verraten. Das heißt, nur die, die das Video hier sehen werden, wissen, was als nächstes kommt. Es wird wahrscheinlich Lego der Hobbit sein. Wahrscheinlich. Es kann sein, dass ich noch was anderes mache, weil ich irgendwie Lust auf ein anderes Lego-Spiel habe oder ich was Neues entdeckt habe, aber Lego der Hobbit. Das habe ich mir vorgenommen, das kommt dann. Und es ist auch ein sehr schönes Abenteuer. Keine App, bevor jemand fragt. Das habe ich auf der Nintendo Wii U gespielt. Gibt es natürlich auch für andere Konsolen wie PlayStation oder Xbox. Ich glaube, für die Switch gibt es das nicht, weil Lego der Hobbit schon ein bisschen älter ist. Das ist bestimmt so 3 Jahre alt vielleicht. Oder nur 2. Ich weiß es nicht. 3 oder 4 sogar. Auf jeden Fall habe ich das auf der Wii U. Und das werde ich dann für euch aufnehmen. So, Achtung. Boah, hier sind aber viele, viele Schlangengegner. Oh nein, oh nein. Natürlich kommt es zum Kampf. Spinjitzu, wir räumen auf. Oh Mann, ich will doch nur zur Kiste. Ich will doch nichts von euch. Lasst mich doch zur Kiste. Oh nein, Leute. Versteck dich. Boah, wie sie mir hinterherlaufen. Ja, komm da hoch. Komm zur Falle, komm zur Falle. Komm zur Falle. Yes, wir haben es geschafft. Tagesaufgabe erledigt. War ein bisschen umständlich, da ich die Gegner hierher locken musste. Aber wir haben es geschafft. Zane, mach du den Rest. Spinjitzu, einmal schön aufräumen. Wir lassen uns auf jeden Fall von den Gegnern nicht lumpen. Okay. Und ich würde sagen, nach dem Level machen wir einen kurzen Tausch. Ich würde mich nochmal umkleiden, denn ich habe vor ein paar Folgen versprochen, in der letzten Folge werde ich mein Lieblingsoutfit tragen. Also natürlich bleibe ich gelb, weil ich bin der gelbe Ninja. Aber ich würde gerne einen neuen Hut oder eine neue Maske oder eine neue Frisur einsetzen. So. Gucken wir erstmal in unser Team rein. Ich würde gerne, wen nehmen wir denn? Jay oder Nia? Jay nehmen wir. Zane habe ich jetzt rausgenommen. Zane hat uns echt schon lange begleitet auf dem Abenteuer. Zane darf jetzt mal ein bisschen entspannen. Und ich
verändere auch mein Aussehen. Und zwar nehme ich... Tja, was nehme ich denn für ein Gesicht? Also, boah, das sieht doch sehr, sehr cool aus. Oder so ein fröhliches, so hey, hallo, hey. So, komm, fröhliches Gesicht. Ist doch ganz schön. Und ich hätte gerne so eine Maske. Das da, oh ja, ja, komm. Oh, das habe ich immer noch nicht. Und den Affen habe ich auch nicht. Warum habe ich den Affen immer noch nicht? Ich nehme die schwarze Maske und dazu, wow, das da? Das, weil rot ist eigentlich auch meine, oh, grau noch besser. Oh, neue Waffe nehmen wir auch. Von Cole, nee, Schwert, nee, hatten wir schon oft. Egal, nehmen wir Schwert, oder? Und wir nehmen Eis als Spinjitsu-Fähigkeit. So als Andenken an den lieben Freund Zane. Zane, wir denken an dich. Keine Sorge, du bleibst tief in unserem Herzen natürlich verankert. Okay. Kristall Nummer 1. Und dann frage ich mich natürlich noch, wenn wir alle Level haben, was passiert, wenn ich alle Level geschafft habe? Passiert was Besonderes? Schalte ich eine neue Karte frei? Vielleicht ist doch nicht die letzte Folge. Oder... ja, was könnte noch passieren? Kommt dann der größte Bösewicht aller Zeiten? Was passiert dann? Was denkt ihr? Bevor das Video zu Ende geht, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, was am Ende passieren könnte. Ich bin echt gespannt, was ihr für Ideen habt. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht nochmal eine Karte freigeschaltet wird. Dass ein Gegner kommt, weiß ich nicht. Da bin ich jetzt ein bisschen skeptisch, weil es ja in dem Spiel noch nie Gegner gab. Also besondere Gegner, die man taktisch bezwingen muss. Das gab es nicht, deswegen glaube ich auch nicht, dass das passieren wird. Dass nochmal ein großer Endboss kommen wird. Aber abgesehen davon, ja, man weiß ja nie. So, Waldweg. Und endlich, nach langer Zeit hat auch Kai endlich sein maximales Level erreicht. Wisst ihr, was das bedeutet? Jeder Ninjago-Krieger bei uns im Ninjago-Team hat es offiziell geschafft. Alle sind auf dem maximalen Level. Dinge-ding-dong, dinge-ding-dong, kommt mal vorbei. In Schärfe fallen, auch diese Aufgabe haben wir natürlich gekonnt erledigt. Ging besser als gedacht. Okay, wow, Explosion war wieder heftig, war richtig stark. So, dann haben wir hier einen Kristall. Sehr gut. Das hat gut funktioniert. Und ey, ey, ey. Tschüssi. Haha. Hahaha. Ein Kristall. Schnappen wir uns und öffnen die Truhe. 1 von 3. So, dann gehen wir durch. Und Kiste haben wir hier, okay. Und da oben gibt es noch ein Kristall. So. Auch das haben wir jetzt geschafft. Zerschmetterte Kristalle, eingesammelte Objekte und Ziele. Wir haben alles gemeistert. Yay! Haben wir sehr gut gemacht. Okay. Achtung, Achtung, Katze. 2 Level hast du noch vor dir. Schaffst du das? Ja, Master Wu, das schaffe ich. Und nicht nur das, das letzte Level widme ich. Also das... Also mit dem letzten Level meine ich das eine Level in... Auf der Karte 1 oder 2, da gab es diese eine Karte, wo dieser rote Gegner war. Und ich weiß bis heute nicht genau, warum er da steht. Aber falls er noch da ist, möchte ich, dass ich das letzte Level nochmal dort mache. Denn vielleicht ist das nochmal ein Schlüssellevel, wo vielleicht etwas passieren könnte. Vielleicht ist das so. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden es gleich erfahren. So, aber jetzt Konzentration. Weil die Gegner, die schenken sich hier auch wirklich nichts. Die wissen ganz genau, dass die Dark Matter Kristalle bald alle zerstört sind und die Bösewichte somit ihre heilige, besondere Magie verlieren. Aber, auch wenn sie nur noch wenige Kristalle haben, schützen sie sie wie noch nie zuvor. Tja. Schade aber nur, dass es nur noch ein Dark Matter Kristall gibt, denn... Das war das vorletzte Level. Jetzt kommen wir in das letzte Level. Das letzte Fragezeichen. Wenn wir das haben... Oh, wir haben noch 2. Wir haben noch 2. Hoho. Und habt ihr gesehen, der rote Krieger ist auf der Karte gar nicht mehr zu sehen. Komisch. Äußerst komisch, wenn ihr mich fragt. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Aber in der Wüste geht es erstmal in der Dunkelheit. Schritt für Schritt wie ein wahrer Ninja zum Ziel. Und unser Spinjitsu wird uns
in der notwendigen Zeit, wenn wir es brauchen, im richtigen Moment zur Hilfe eilen. Sofern ein Spinjitzu zur Hilfe eilen kann, also ihr versteht ja, was ich meine, oder? Okay. Kristall, Kristall, Kristall. Oh, da läuft noch einer rum. Haha, der Kristall macht ihn natürlich platt. Oh nein. Ich hätte die Gegner mit den Kristallen kaputt machen müssen. Tja, das habe ich jetzt verschlafen. Oh nö. Och nö. So, das war jetzt wirklich das vorletzte Level. So. Ziel leider nicht erreicht. Schade. Egal. Und jetzt, meine Lieben. Kapitel 3. Hä? Moment. Kapitel 2 erledigt? Ja, da haben wir alles. Okay. Und da haben wir noch das letzte Level. Das ist Kapitel 3. Das letzte Level auf dem Berg. Und hier werde ich alle Ninjas verwenden, die ich habe. Das heißt, ich wechsle immer mal wieder. Fangen wir mit Lloyd an. Lloyd darf den Anfang machen. Schnapp dir direkt den Kristall, Lloyd. Und hier. Blaue Serpentin-Gegner. Achtung, Achtung. Schnapp mal hoch. Letztes Level. Hier dürfen wir uns keinen Fehler erlauben. Oh Gott. Wow. Schön alle Gegner besiegt. Na, komm her, Kleiner. Nicht, dass du uns noch abhaust, was? Den haben wir auch noch bekommen. Wechseln wir zu Kai. Kai, auch du darfst ein wenig spielen. Und das Level auch gleich beenden. Oh, da sind Fallen. Die sollten wir auf jeden Fall deaktivieren. Sonst passiert noch etwas Schlimmes. Und das wollen wir nicht riskieren. Gut gemacht, Kai. Achtung, Kai. Achtung. Oh, nein. Überraschungsangriff, Kai. Komm. Sehr gut. Achtung, noch einer. Oh, die sind echt gewitzt. Gut gemacht, Kai. Danke für deinen Einsatz. Cole, jetzt bist du an der Reihe. Cole schlägt sich hier wacker durch das Land. Und dann, er hat zum Glück den Schlüssel geholt und kann jetzt hier durchlaufen. Aber wir wechseln zu Jay, denn auch Jay soll ein bisschen was machen. Wir haben hier wieder Kristalle offen. Und eine Kiste. Und jetzt, der letzte Krieger. Nämlich der gelbe Krieger. Katze. Katze, der starke Krieger. Und wir haben es geschafft, meine Lieben. Was wird jetzt passieren? Wir haben das ganze Spiel durchgespielt. Jedes Level. Und was passiert? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Es passiert nichts. Es passiert nichts. Haben wir schon fast gedacht, dass nichts passiert. Aha, wir haben es geschafft, Katze. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Danke, Master Wu. Anscheinend gibt es hier wirklich nichts mehr zu entdecken, oder? Nein, du hast recht. Du hast wirklich alles entdeckt. Bis auf die paar Sticker, die du nicht gesammelt hast. Aber darüber können wir hinwegsehen. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Das können die Zuschauer selbst machen. Ja, die Katzenhelden da draußen, die Zuschauer, die dürfen das machen. Danke fürs Zusehen, meine Lieben. Es hat Spaß gemacht. Rechts oben kommt ihr zur ersten Folge von Lego Ninjago. Rechts oben gibt es einen Videovorschlag. Einfach drauf tippen und ihr kommt direkt zu den Videos. Ansonsten, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt, und dann auf Abonnieren. Würde mich sehr, 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 sehr freuen. Bis zur nächsten Folge.